Guten Tag, liebe Zuschauer, zu einer neuen und vollgepackten Ausgabe von M3 hier im offenen Kanal. Kommen wir deshalb gleich zur Übersicht. Wir waren bei einer Scheckübergabe dabei, mit deren Hilfe der Neubau der Synagoge unterstützt werden soll. Wir haben uns die neue Ausstellung von Marianne Fritz in der Kulturwerkstatt in Gommern angesehen. Und wir durften einmal das Simulationszentrum der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof besuchen. Das und noch viel mehr erwartet Sie in der kommenden Dreiviertelstunde. Zur Meile der Demokratie gehörten auch in diesem Jahr wieder viele Meilensteine. Einer davon war, für warme Füße zu sorgen, um standhaft zu bleiben. Der Erlös aus gestrickten Socken und gefilzten Schuhen kommt der neuen Synagoge zugute. 1.220 Euro kamen so zusammen, die kürzlich durch die Stadtbibliothek und die Mitwirkenden im Strick- und Nähcafé dem Förderverein Neue Synagoge Magdeburg als Scheck übergeben werden konnten. Waltraud Zachhuber als Vorsitzende des Fördervereins nahm die Spende entgegen. Die Spendensumme setzt sich zusammen aus dem Verkaufserlös und den Einnahmen aus einer Lesung mit dem New Yorker Autoren Tuvia Tenenbaum in der Stadtbibliothek. Dass sich Waltraud Zachhuber als ehemalige Superintendentin der evangelischen Kirche für die neue Synagoge engagiert, kommt nicht von ungefähr. Das Christentum hat seine Wurzeln im Judentum. Und das Christentum hat leider eine Geschichte, in der sehr, sehr viel Schlimmes durch Christen und christliche Kirchen Juden angetan wurde. Das können wir auch an der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Magdeburg ablesen. Vertreibung, Verfolgung, Pogrome, vieles ist geschehen in diesem Zusammenhang. Und was in der Nazizeit an schrecklichen Verbrechen gegenüber Juden, auch den Juden Magdeburgs geschehen ist, hat im Grunde genommen auch eine Wurzel, nicht nur im Rassismus, sondern eine Wurzel auch in diesem christlichen Antijudaismus. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich ein Zeichen setzen möchte, dass diese Dinge der Vergangenheit angehören und dass niemand auf die Idee kommen kann, diese Dinge wieder in die Hand zu nehmen. Und das Zweite ist, ich bin natürlich Bürgerin dieser Stadt. Der jüdischen, großen jüdischen Gemeinde mit ihrer schönen Synagoge ist hier in dieser Stadt Schlimmes passiert. Viele Menschen sind ermordet worden, vertrieben, mussten ins Exil gehen, sind verachtet und verleumdet, bestohlen worden. Also ganz, ganz schlimme Dinge. Und es ist, gehört einfach zur Verpflichtung eines Bürgers, einer Bürgerin dieser Stadt, ein Zeichen gegen diese Zeit zu setzen und zu sagen, wir wollen etwas tun. Wiedergutmachen kann man das nicht, aber wir wollen etwas tun, dass der heutigen jüdischen Gemeinschaft das Gefühl gibt, dass sie hier willkommen sind und dass sie hier auch als Juden und Jüdinnen leben können. Und es sei auch eine Verpflichtung nachfolgenden Generationen gegenüber, so Zachhuber weiter. Das Hauptaugenmerk liege im Moment freilich auf dem Einwerben der notwendigen finanziellen Mittel. Es sind geschätzte Kosten von ungefähr 6,5 Millionen Euro. Und wir als Verein gehen natürlich nicht davon aus, dass wir durch Spenden und Sponsoren so viel Geld aufbringen. Ich denke, wenn wir 400.000 Euro aufbringen, haben wir schon sehr viel geschafft. Und wir sind im Moment noch am ersten Hunderttausender in diesem Zusammenhang, aber wir unterstützen die Gemeinde auch darin, dass sie sich um Fördermittel bemüht. Das Land Sachsen-Anhalt ist im Gespräch, aber man kann natürlich auch noch weiterschauen. Und wir haben auch die Gemeinde darin unterstützt, dass sie bei der Beschaffung des Grundstücks sich bemüht hat. Und dieser Punkt ist ja schon von Erfolg gekrönt. Die Stadt, die Landeshauptstadt Magdeburg, hat ein Grundstück, das sie der Gemeinde dafür zur Verfügung stellt, zu einem symbolischen Preis. Das ist alles schon vom Stadtrat beschlossen. Und wichtig ist natürlich, dass sich jetzt die anderen Schritte nicht so lang hinziehen, damit dann das Bauprojekt angepackt werden kann. Und das ist natürlich klar, viele Schritte auf dem Weg dahin warten auf die Sicherheit, finanzielle Sicherheit, damit sie dann umgesetzt werden können, damit wir nicht umsonst irgendwelche Aktionen starten. Einen Fertigstellungstermin zu nennen, fällt momentan natürlich schwer. Aber Waltraud Zachhuber würde sich freuen, wenn zum Reformationsjubiläum 2017 schon erste Mauern im Entstehen wären.
Denn ich gehe davon aus, dass in diesem Haus viel, viel mehr stattfindet als nur das religiöse Leben der jüdischen Gemeinschaft. Das sind ja etwa 500 Gemeindeglieder, die darin zu Hause sein wollen, sondern dass da Gespräche stattfinden können, Vorträge. Es ist im Erdgeschoss ein großer Saal, in dem also Konzerte und viele Veranstaltungen stattfinden können. Es ist im Keller ein Jugendraum, in dem junge Leute sich begegnen können. Es sind Bibliothek und Archiv und natürlich der Synagogenraum selbst, der sich dann öffnen wird. Und darauf hoffe ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es noch nie so realistisch gewesen ist mit dieser Hoffnung wie jetzt. Der Verein besteht ja schon seit 98 und wenn wir es jetzt nicht packen, dann wird es nie. Und ich denke, dass viele Mitglieder in unserem Verein tatkräftig mit anpacken. Machen sie auch schon bei der Meile der Demokratie und wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und bei verschiedenen anderen Stellen. Und gestern war wieder ein Benefizkonzert. Wir haben also vor, 2 Jahre lang Benefizveranstaltungen zu machen, um Lobbyarbeit zu tun, aber auch Geld einzuwerben. Und sollte der offene Kanal von jemandem gesehen werden, der ganz viel Geld hat, hier ist es gut angebracht. Wenden Sie sich bitte an uns. Zu Ehren des 120. Todestages des Industriellen und Ehrenbürgers der Stadt Magdeburg Hermann Goson fand auf dem Südfriedhof kürzlich eine Kranzniederlegung statt. Wir waren mit der Kamera dabei. 1821 in Magdeburg geboren, machte sich Hermann Goson in seiner Heimatstadt als Ingenieur, Erfinder und Firmengründer vor allem um die Verbesserung der Festigkeit von Gusseisen verdient. Und Goson war eben nicht wie die meisten, das wird der Techniker gleich sagen, der Techniker gewesen, sondern war auch Hobbybotaniker. Darum hier in Magdeburg die Goson-Gewächshäuser. Und wenn man in der Wirtschaft erfolgreich ist und Gutes tun will, dann kann man Kultur finanzieren, Sport finanzieren. Goson hat sich entschieden, das im kulturellen Bereich zu machen, hat das Gewächshaus gesponsert, was wir heute noch haben und seinen Namen noch trägt. Und er hat sogar hinbekommen als Hobbybotaniker, das muss ich ablesen. Konnte ich früher mal, dass nach ihm Kakteen benannt worden sind. Ja. Den Echinocactus grosonii, den wir alle umgangssprachlich kennen als den Schwiegermutterstuhl, der stammt von Goson. Und den zweiten gibt es noch den Grosonia bratiana, also 2 Pflanzen, die nach ihm benannt sind, weil er sich da richtig reingekniet hat und das nicht nur so im Vorbeigehen mal gemacht hat, die Botanik. Für seine Kakteensammlung, zur damaligen Zeit die größte in ganz Europa, ließ er die Grosonschen Gewächshäuser, die seine Witwe 1896 der Stadt übereignete, errichten. Und so ließ auch der Förderverein der Grosonschen Gewächshäuser einen eigenen Kranz niederlegen. Der dritte kam vom Verein Deutscher Ingenieure, dem Goson seit dessen Gründung 1856 angehörte. Ja, wir ehren heute einen Mann, der vor 120 Jahren gestorben ist, der hier in Magdeburg gewirkt hat als Ingenieur, Erfinder, Gießereifachmann, Botaniker. Er war also ohne weiteres als Allround-Genie zu nennen. Und er hat also hier in Magdeburg die Dampfschifffahrtsgesellschaft vorangetrieben. Er hat in Buckau eine Gießerei gegründet und hat durch intensives Forschen und Tüfteln, Ausprobieren verschiedener Materialien, Lesen, Reisen, Diskussion, neue Werkstoffe erfunden, Verfahren gefunden. Er hat es ermöglicht, dass Bauteile gefertigt werden, die außen knüppelhart sind und innen sehr, sehr weich, durch spezielle Gießtechnologien, durch Gießverfahren. Und mit diesen Produkten hat er, das kann man so sagen, Weltruhm erlangt. Nicht nur, dass damals die Eisenbahnwagen mit dem Prädikat mit Grusonschen Hartguss ausgerüstet sind, sondern man kann heute zum Beispiel nach Amsterdam fahren und findet dort ganze Anlagen, ganze Festungsanlagen, die den Namen Gruson tragen, die er nicht nur gegossen hat, sondern auch konstruiert, getüftelt, wo er eben richtig als Ingenieur sich zu schaffen gemacht hat und hier Erfolge erzielt hat. Wir vom Verein Deutscher Ingenieure ehren und achten Hermann Goson und haben anlässlich seines 100. Todestages eine spezielle Medaille, einen speziellen Preis kreiert.
Und ich freue mich ganz besonders, dass einige dieser Preisträger heute auch mit anwesend sind. Und wir verleihen nun seit 20 Jahren den Gruson-Preis. Im Moment sind es 38 Preisträger, also auch eine schöne Sache. Hermann Gruson selbst erhielt für seine Verdienste als einer der ersten 1894 die Grassow-Denkmünze, die höchste Auszeichnung des VDI. 1889 wurde Gruson zum Ehrenbürger der Stadt Magdeburg ernannt. Er starb am 30. Januar vor 120 Jahren. Fabelwelten heißt die Ausstellung mit Druckgrafiken und Objekten von Marianne Fritz, die gegenwärtig in der Kulturwerkstatt in Gommern zu sehen ist. Eigentlich kommt Marianne Fritz vom Puppenspiel und das sieht man vielen ihrer Bilder auch an. Dass sie in Gommern ausstellt, ist einem Zufall zu verdanken. Gisela Schäffler, die Chefin der Kulturwerkstatt, war voriges Jahr im Atelier von Marianne Fritz in Buckau und lud sie kurzerhand ein. Nun muss man wissen, dass Marianne Fritz auch gerne vorliest und erzählt und da lässt es sich erahnen, dass ihre Fabelwelten und Wesen damit irgendwie zusammenhängen. Das hat auf der einen Seite einen Zusammenhang, auf der anderen Seite sind es die beiden Themen in meiner künstlerischen Arbeit. Das hat angefangen mit Theaterarbeit für Puppenfiguren, Objekttheater, dann kam die Grafik dazu. Das sind die zarten Arbeiten, die Radierung, Strichätzung in Schwarz und auch in Farben. Und dann wurden mit der Zeit die Formate größer. Ich reise viel, bringe Geschichten mit und bringe auch Wesen mit, die dann hier auf Druckbögen ja zu sehen sind. Und drei körperliche Wesen sieht man ja in so einer kleinen Vitrine hier auch noch. Ja, das sind Kostümdetails. Es gibt verschiedene Abende mit verschiedenen Themen, die in der Jode zu sehen sind, einmal im Jahr zu den Erzähltheatertagen in Magdeburg, aber auch in meinem Atelier und ich bin auch Gast am Puppentheater. Ja. Du hast schon die anderen Grafiken, die Strichätzung ein bisschen erwähnt. Wenn man sich die genauer anguckt, könnte man denken, du arbeitest da auch mit ganz moderner Technik mit dem Computer oder täuscht das? Diese Technik ist seit Dürers Zeiten nicht verändert. Und es ist auch nicht notwendig, da spielt kein Computer eine Rolle. Ich habe aber, einer der Anlässe war, als ich begonnen habe zu zeichnen, da hatte ich schon einen Computer mit einem der ersten Grafikzeichenprogramme. Und das ist anders als ein Bleistift, man kann spielen, kann es wieder löschen. Und bei mir ist es genau umgekehrt, ich bin dann zum Bleistift und zur Radiernadel gekommen. Jede Stadt und jedes Land hat eine eigene Temperatur, einen eigenen Ton und eine eigene Farbe, was die Erzählungen betrifft. Aber Fabelwesen, das verbindet die Orte wieder miteinander, die gibt es überall auf der Welt. Die wollen nur gefunden werden. Manche sitzen in Brunnen, manche stehen heute im Museum, wie das Einhorn, über das noch zu sprechen sein wird, oder der Wiener Basilisk. Du hast ja noch eine Veranstaltung hier in Gommern, wo du nochmal deine Erzählung präsentierst. Kannst du da mal noch vielleicht ein paar Worte zu sagen, dass wir vielleicht die Zuschauer noch darauf aufmerksam machen können? Sehr gern. Das ist ein Programm, was noch in Arbeit ist, was das Einhorn, nicht nur das Magdeburger Quedlinburger Einhorn von Otto von Guericke, die Rekonstruktion behandelt, sondern es gibt an vielen Orten, auch in der Musik, auch in der Zauberflöte zum Beispiel, Einhörner, die entdeckt werden wollen. Und andere Fabelwesen. Und wann ist das hier? Das ist am 1. März, am Nachmittag um 15 Uhr. Um 15 Uhr. Und was hast du noch in Magdeburg dieses Jahr vor? Das Jahr ist ja noch lang. Das Jahr ist noch lang. Es wird verschiedene Erzählprogramme geben. Und das neueste Kind findet sich in meinem Atelier. Das hat jetzt angefangen am Anfang des Jahres. Es gibt einmal im Monat einen Geschichtensalon, wo ich selber Geschichten erzähle am Abend, eine Abendunterhaltung und wo am Ende, das ist das Besondere, die Zuschauer aufgerufen sind und ermutigt werden sollen, auch eine kleine Geschichte, einen Witz, eine Anekdote zu erzählen oder ein Erlebnis aus ihrer Familie oder eine Reisegeschichte. Das alles hat jetzt angefangen und das hat eine sehr schöne Atmosphäre. Man sitzt zwischen den Bildern in der Druckwerkstatt, im Atelier und hört Geschichten. Kann es sein, dass aus so einer Geschichte dann auch wieder neue Bilder bei dir entstehen? Unbedingt. Das eine inspiriert das andere. Die Ausstellung in Gommern ist immer montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr und noch bis zum 28. März zu sehen. Und am 12. Mai wird es im Buckauer Engpass von 12 bis 18 Uhr wieder einen Kunstmarkt geben.
Aber auch in der Kulturwerkstatt in Gommern wird es in diesem Jahr noch viele Aktivitäten geben. Sehr aktiv sind zum Beispiel die Klöpplerinnen. Einige der Klöpplerinnen, wir haben ja also zwei Arbeitsgruppen von Klöpplerinnen und sie sind jetzt dabei in der Ideenfindung für eine Ausschreibung, die jedes Jahr im Annaberg-Buchholz erfolgt. Und dort ist dieses Jahr das Thema Spiralen. Im vergangenen Jahr hatten wir Blüten. Und insofern ja, ist das also jetzt erstmal so die Testphase, um sich richtig reinzufinden in diese Aufgabenstellung. Das machen die Klöppler. Ansonsten haben wir natürlich ein volles Programm. Wir wollen also in diesem Jahr wieder mindestens 5 Ausstellungen haben und unseren Besuchern zeigen. Wir sind auch eigentlich gut besetzt mit den Künstlern. Also Frau Fritz hat ja hier diesen Rahmen eröffnet und wir haben also ganz unterschiedliche Arbeiten vorgesehen, sodass wir da schon denken, dass wir also gut besetzt sind. Wir wollen wieder mit den Kindern in Ateliers von Künstlern gehen. Dann haben wir weiterhin vor in den einzelnen Arbeitsgruppen. Wir haben ja also neben den Klöpplern Malern, die hier wirken. Wir haben Strickerinnen, Stickerinnen. Wir haben die Gruppe Textiles geschalten mit ganz vielfältigen Aufgaben. Und bereiten uns eben auch auf Höhepunkte vor, die die Stadt Gommern bietet, zu Stadtfesten, zu Höhepunkten, die hier durchgeführt werden, sind wir natürlich immer geöffnet und versuchen also auch den Besuchern hier die Arbeiten zu zeigen. Und wer Lust und Liebe hat, dafür sind wir offen, können also erstmal bei uns schnuppern und sich vielleicht, und das würden uns natürlich ganz besonders freuen, dann entscheiden, auch Mitglied zu werden. Wir haben also häufig Künstler auch aus Magdeburg, die hier ausstellen. Und wie gesagt, Frau Fritz hat das ja in diesem Jahr begonnen. Und wir haben also auch in diesem Jahr einen Künstler aus Halle mit dabei, der also Keramikarbeiten und die mit Schwemmholz verbunden sind, vorstellen wird. Also wir möchten nicht nur, also wollen natürlich schon die Künstler fördern, die aus der Verwaltungsgemeinschaft kommen, aber wir möchten auch darüber hinaus für Abwechslung sorgen und anderen Künstlern hier unsere Galerie anbieten, ihre Werke zu zeigen. Und wer zu den regulären Öffnungszeiten keine Möglichkeit hat, vorbeizuschauen, kann telefonisch auch einen individuellen Besuch vereinbaren. Seit 5 Jahren präsentiert sich Sachsen-Anhalt als Landeshauptstadt als Otto-Stadt Magdeburg. Grund genug für die Stadtverwaltung, den Geburtstag mit rund 200 Gästen mit einem Abendempfang im Alten Rathaus feierlich zu begehen. Mit der Dachmarke Otto-Stadt Magdeburg stellt die Landeshauptstadt im Gegensatz zu früheren Slogans ihr historisches Erbe in den Mittelpunkt. Das ist zumindest geschickt, denn am Erbe lässt sich schwerlich rütteln. Otto den Großen und Otto von Guericke, dargestellt von Willi Willmann und Thomas Stiekhahn, kann uns Magdeburger niemand mehr nehmen. Beide haben Geschichte und Geschicke unserer Stadt maßgeblich geprägt und haben sie weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. Die Aufgabe bestand nun nur noch darin, die Geschichte werbeträchtig in die Gegenwart zu transportieren, die Kampagne am Laufen zu halten, auch gegen Widerstände aus der Stadt. Dafür ist das Wirtschaftsdezernat zuständig. Rainer Nitsche zieht Bilanz. Die Otto-Stadt-Kampagne ist super erfolgreich. Sie wird mitgetragen von der Bevölkerung, von den Vereinen, von Gruppen, von Unternehmern. Das ist auch ganz besonders wichtig. Sie findet Beachtung über die Stadtgrenzen hinaus. Und besonders stolz können wir darauf sein, dass sie einen schweren Anfang hatte. Am Anfang wollten sich viele nicht damit identifizieren. Die Gefahr schien zu groß, dass man zum Otto-Normalverbraucher wird oder dass man mit dem Otto-Versand verwechselt wird. Aber wir haben immer die Kampagne auch mit Augenzwinkern gesehen. Wir haben gespielt mit diesen Verwechslungsmöglichkeiten, mit Otto Walkes auch. Otto Walkes hat übrigens damals gesagt, er will Oberbürgermeister von Magdeburg werden. Naja, kann er sich ja noch bewerben. Also es macht Spaß und das macht auch den Leuten Spaß und das ist der Erfolgsfaktor. Nun hat man ja heute auch in der Presse gelesen, die Außenwirkung ist auch das, was noch ein bisschen fehlt. Was kann man machen, um die noch zu erhöhen? Was ist jetzt für die nächsten 5 Jahre, sage ich mal, geplant? Also wir
müssen da mehr machen, wollen das auch. Dieses Jahr werden wir beispielsweise den Halbkugelversuch in Nordrhein-Westfalen zeigen, in Köln, wo er noch nie gezeigt worden ist, in anderen Städten auch. Wir wollen große Plakate aufhängen. Wir wollen langsam anfangen, mit der Kulturhauptstadt auch Werbung zu machen und auf die Stadt aufmerksam zu werden, zu machen. Wir gehen international auf Messen, zum Beispiel in Bozen, in Dänemark aber auch, und werben dort für die Stadt, immer mit dem Logo der Otto-Stadt. Der Witz ist ja der, dass wir mit dem Logo, mit der Dachmarke, mit den Farben in der Erinnerung der Leute bleiben wollen, dass sie das dann wiedererkennen, aha, das Emblem mit dem M, mit dem Reiter gewissermaßen und mit der Otto-Stadt, das ist Magdeburg, und dann kommen sie hin, dann wird hier investiert und dann macht die Stadt noch größere Sprünge nach vorn. Entworfen wurde die Kampagne von Scholz & Friends in Berlin. Wie sehen Sie Ihre Erfinder 5 Jahre nach dem Start? Ja, also ich würde sagen, die Kampagne ist inzwischen angekommen in der Stadt und das ist natürlich sehr erfreulich, weil das nicht mit vielen Kampagnen so passiert, dass sie über so einen langen Zeitraum tatsächlich aufrechterhalten werden und dann auch so wirken und von den Bürgern so gelebt werden. Und das ist ein toller Erfolg für Magdeburg. Inwiefern begleiten Sie die Stadt jetzt noch weiter oder überhaupt mit? Also freundschaftlich und sozusagen mit großer Zuneigung zu den Menschen hier und zu der Kampagne. Mich freut es regelrecht, dass wir nicht mehr gebraucht werden hier und dass die Kampagne so toll auf eigenen Füßen steht und so toll weiterlebt. Insofern, jedes Mal, wenn ich in Magdeburg bin, entdecke ich was Neues, wie die Kampagne hier lebt und weiterarbeitet, und da freue ich mich drüber. Ist das eigentlich öfter so, dass eine Kampagne auch so, sagen wir mal, kreativ von den Menschen weiterentwickelt wird, oder sehen Sie das auch als ein hervorragendes Merkmal? Also das geht nicht mit jeder Kampagne. Wenn Sie sozusagen an die großen Marken denken, die sind natürlich sehr darauf aus, diktatorisch zu bestimmen, wie jedes Stück Kommunikation auszusehen hat. Ich glaube, in Fällen, wo tatsächlich so dann die breite Öffentlichkeit auch so eine Kampagne mitleben und mittragen soll, da ist das ein guter Weg. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit vielleicht ein Trend ist, auch durch die digitalen Medien, dass die Menschen gerne mitmachen und auch gerne solche Kampagnen mitgestalten. Wollten Sie immer schon mal wissen, was sich in dem roten, runden Backsteingebäude hinter der letzten Eisenbahnbrücke an der Ringauffahrt nach Stendal verbirgt? Die Deutsche Bahn bot einigen Interessierten kürzlich die Möglichkeit, ins Innere zu blicken. Doch bevor es ins Allerheiligste ging, stand uns der Konzernbevollmächtigte der Bahn für Sachsen-Anhalt, Alexander Kaczmarek, zu Fragen der aktuellen Entwicklung bei der Bahn Rede und Antwort. Die Deutsche Bahn hat sich ja zunehmender Konkurrenz durch Privatbahn, aber in jüngster Zeit auch durch Fernbusse zu erwehren. Hier ein paar Ausschnitte. Also das Erste, wir werden am 18. März diesen Jahres ein neues Fernverkehrskonzept vorstellen. Und ich darf hier natürlich überhaupt gar keine Einzelheiten verraten, werde ich auch nicht tun, weil ich genau weiß, dass Sie es nicht für sich behalten können. Schon großmäßig nicht, das wäre ja widersinnig. Aber was ich schon sagen kann, ist, wir sind ja im letzten Jahr mächtig in die Defensive geraten durch den Bus. Da reißt die Maus keinen Faden ab, das hat uns richtig Geld gekostet. Die Fahrgastzahlen sind beim Fernverkehr nach unten gegangen. Preisbewusste Fahrgäste, junge Leute, ältere Herrschaften, die gesagt haben, ach, umsteigen und so ist mir immer zu anstrengend. Vor allem beim Bus sind umgestiegen, und auch wenn die Zahlen beim Bus jetzt nicht so riesig sind, also wir haben ungefähr 130 Millionen Fahrgäste im Fernverkehr im Jahr bei der Bahn, der Bus rangiert jetzt irgendwo bei 25 Millionen, glaube ich, 20, 25 Millionen, ist das jetzt noch nicht so die Welt, aber man sieht schon, wenn man mal die Zahlen von früher vergleicht, da war das ja eigentlich nicht messbar, da tut sich was, und das hat uns wehgetan, das hat uns vor allem im Kernnetz wehgetan, also auf den Hauptstrecken, weil der Bus eben nicht, so wie man das vielleicht mal politisch angenommen hatte, jetzt irgendwie, weiß nicht, von Rostock nach Chemnitz unbedingt fährt, sondern wir haben 50 Abfahrten Berlin-Hamburg zum Beispiel. Da können Sie im Grunde morgens im 10-Minuten-Takt mit dem Bus fahren. Was da kommen wird, da muss ich mich jetzt überraschen lassen. Also wenn ich das jetzt erzähle, zieht mir Herr Grube die Ohren lang, deswegen müssen wir da bis zum 18. März noch warten. Halle. Und das interessiert uns in Sachsen-Anhalt natürlich, wird zu einem ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkt des Schnellverkehrsnetzes in Deutschland. Und ich habe ja immer so diese flapsige Formulierung gewählt, 3x3, also von Halle in 3 Stunden nach Hamburg, in 3 Stunden nach München, in 3 Stunden nach Frankfurt, Frankfurt sogar noch schneller, aber es
wäre blöd, wenn ich sagen würde, 2x3 und einmal 2 Stunden 48, kommt nicht so gut. Deswegen lieber 3x3. Und das wird alles tatsächlich dann Realität sein, wenn diese Strecke fertig ist. Und das bedeutet, dass die schnelle Verbindung Berlin-München über Halle läuft, nicht über Leipzig. Psst, nicht weiter erzählen, hier war irgendjemand aus Leipzig. Also fahren trotzdem ganz viele Züge über Leipzig, das muss man ganz klar sagen. Aber die schnelle Verbindung geht über Halle und wir werden auch eine neue Verbindung haben von Berlin nach Frankfurt über Halle, die bisher ja immer über, na nicht über Stendal, sondern an Stendal vorbei und über Hildesheim führt. Hier haben wir eine ähnliche Situation. Hier werden wir auch Einschränkungen haben, Gleise außer Betrieb nehmen, schrittweise. Das wird von allen Kundinnen und Kunden nochmal viel, viel Geduld erfordern. Aber das Schöne ist, wenn es dann mal fertig ist, dann ist es auch wirklich top. Die kompletten und sehr interessanten Ausführungen von Alexander Kaczmarek können Sie in Kürze auf dem Facebook- oder YouTube-Kanal von Dietmar Pauke sehen. Ulrich Pietsch, seines Zeichens Teamleiter für 6 Standorte von Fahrsimulatoren, erläuterte deren Funktion. Insgesamt gibt es in Deutschland 17 Simulatoren an 12 Standorten. 2 Simulatoren in Fulda bilden den ICE ab. Man bedient sich der Simulatoren, weil Loks sehr teuer sind und fahren müssen. Außerdem kann man an Simulatoren besser Störungen simulieren, ohne dass etwas kaputt geht. Jeder Triebfahrzeugführer muss einmal jährlich auf den Simulator und seine Befähigung nachweisen. Zum einen dient das der Sicherheit im Fahrbetrieb, aber es wird auch die ökonomische, sprich energiesparende Fahrweise geschult. Schauen wir den Probanden einfach mal über die Schulter. Vor 2 Jahren startete eine von der Berliner Charité geleitete Pilotstudie, bei der Demenzpatienten in Pflegeheimen mit Computertechnik vertraut gemacht wurden, mit überraschend positiven Ergebnissen. Das will man sich jetzt auch bei der Lebenshilfe in Magdeburg zunutze machen. Eine Gelegenheit bot sich durch eine Spende der Salutas Pharma GmbH. Dadurch konnten insgesamt 5 iPads im Wert von 2.500 € angeschafft werden, die auch schon mit entsprechender Software und Spielen und Applikationen bespielt wurden, die speziell für Senioren geeignet sind. Mr. Jeffrey Simon Francis, Geschäftsführer von Salutas, ließ es sich zusammen mit Alexandra Schröder, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, nicht nehmen, bei der Übergabe der Geräte persönlich anwesend zu sein. Von ihm wollten wir wissen, warum er speziell der Lebenshilfe diese Spende zukommen ließ. Salutas is very closely connected with Magdeburg. We are a healthcare company and we're also a community company. So we really think it's important that we connect very closely with the people in the community and we feel it's a very valuable cause. Genau. Also wir sind ein Salutas Pharma ist sowohl ein pharmazeutisches Unternehmen als auch ein Unternehmen, das ansässig ist in Magdeburg. Und für uns war es eine Frage der sozialen Verantwortung, auch hier Projekte lokal zu unterstützen. Gerne welche, die im weitesten Sinne mit medizinischer Förderung zu tun haben. Und wie finden Sie die Idee, dass die Lebenshilfe davon iPads gekauft hat? Das ist ja doch ein bisschen außergewöhnlich. Yeah, how do you like the idea that the Lebenshilfe bought iPads from the money we donated? I really like the iPads. I wish I had one myself. But I think it's a really good tool in the modern era to help people sort of rehabilitate and be well, but also have some fun while they're doing things. Okay.
Also, Herr Francis liebt die Idee, er hätte selbst gerne so ein iPad ebenfalls, aber ganz Spaß beiseite, wichtig ist, dass wir den therapeutischen Sinn darin sehen. Sie können wirklich therapeutisch das einsetzen, aber gleichzeitig haben die Bewohner auch sehr viel Spaß damit und das ist natürlich auch das, was zählt. Alles klar. Thank you so much and good luck for your work. Dankeschön. Ja. Cheers. Das muss ich, I don't have to. Wie kam es eigentlich zu dieser Spende? Ja, das Pharmaunternehmen Salutas hat uns Ende des Jahres 2014 eine Summe überwiesen, mit der wir die Behinderten oder alten Menschen, die wir betreuen, unterstützen sollen. Das haben wir direkt getan. Wir haben für unsere Tagespflege Haus Susanne in der Leipziger Straße iPads angeschafft mit entsprechenden Apps, wo sich an Demenzerkrankte oder an Alzheimer erkrankte Menschen orientieren können bzw. üben können, Bildzuordnung machen können, Übungen machen können, Gedächtnistraining etc. pp. Das ist eine tolle Sache, dieses computergestützte Gedächtnistraining. Und wir freuen uns, dass wir durch solche Unterstützung auch diese Anschaffung tätigen konnten. Denn ansonsten ist das sehr schwierig für uns. Ja. Das heißt, das sind noch neue iPads? Das sind ganz neue iPads, ganz schicke. Wir sind ja hier im dezenten Grün umgeben in der Tagespflege und auch die Höhlen haben ein dezentes Grün. Und wir haben über 20 verschiedene Apps darauf abgespielt. Ja. Das heißt, Salutas selber hatte Ihnen gar keine Vorgabe gemacht, Sie sind selbst auf die Idee mit den iPads gekommen. Ja, also die wollten natürlich auch gern wissen, das Unternehmen, was wir damit tun und darum sind die auch heute hier und werden sich davon überzeugen. Was er dann auch ausgiebig tat und nicht nur das. Heike Wurst stellte ihm einige Räumlichkeiten und Einrichtungen der Lebenshilfe an der Leipziger Straße vor. Die Freiwillige Feuerwehr in Peschau lud dieser Tage zu einem kleinen Tag der offenen Tür in ihr Domizil auf dem Hof der Verwaltungsstelle in der Breitenstraße. Geschickterweise hatte man das mit einer Unterschriftenaktion verbunden, die schon für einigen Wirbel in Magdeburg sorgte und die viele Peschauer auch nutzten. 1200 Unterschriften sind bereits zusammengekommen. Das Problem, die Bewohner Ostelbiens fühlen sich in Sachen Hochwasserschutz von der Stadt im Stich gelassen. Konkret geht es um das Roden in der alten Elbe und dem Umflutkanal, was durch das FFH-Gebiet, vornehm formuliert, erschwert wird. EU-Recht verbietet das, sagt die Stadt. Die Ortsbürgermeister Kräuter und Domding wollen das so nicht hinnehmen und planen den Gang nach Brüssel, zumindest der Randauer. Dazu Thorsten Bothe. Na, die Unterschriftenaktion ist eigentlich das Wichtigste für uns. Es geht darum, dass wir wirklich bewegen, dass der Umflutkanal, so wie die alte Elbe, eben bearbeitet werden kann, sprich, dass der alte Strüpp rausgeschnitten werden kann, die alte Elbe ausgebaggert wird, damit wir eben viele Unterschriften haben in Brüssel, damit wir irgendwo eine Handhabe haben, um beim nächsten Hochwasser nicht wieder so eine Situation zu haben wie 2013, wo wir eben wirklich schon an der Evakuierung waren und wir wollen eben, dass ein besserer Durchfluss des Umflutkanals eben gewährleistet wird. Nun ist ja das Problem, der Bereich, der angesprochen wurde, der ist FFH-Gebiet, also ist hier geschützter, man kann sagen Biotop, Großfläche, da ist Rodung und so weiter verboten. Und wie sieht es mit Beschnittmaßnahmen aus? Können die nicht eigentlich trotzdem durchgeführt werden oder gibt es da auch eine Bremse aus Brüssel? Na, Beschnittmaßnahmen, wie Sie sagen, da gab es schon mal solches Urteil drüber, so ein Gesetz, dass es gemacht werden darf, leider wissen die wenigsten, dass es eigentlich nur um totes Gehölz geht. Also alles, was irgendwie grün ist oder grün aussieht oder ein grünes Blatt hat, darf gar nichts gemacht werden. Ja, wir haben jetzt jedes Jahr von der AKB und von der Giese eben Kräfte hier draußen, die da was machen sollen. Aber im Endeffekt ist eben wirklich ein großflächiger Beschnitt notwendig, weil das, was sie machen dürfen, das ist lange nicht ausreichend für das, was gefordert wird. Das heißt nur, das Totholz zu beseitigen ist mehr oder weniger eine optische Maßnahme, kann man fast sagen, ja. Ja, und traurigerweise, und das vertreten wir auch beim Ortschaftsrat, ich bin auch beim Ortschaftsrat, ist es so, dass eben auch bloß solche Sachen rausgeholt werden, die die Leute mit der Hand raustragen können, weil die ohne Technik in diesen Umflutkanal arbeiten. Sie dürfen nicht mal mit einem Radlader oder dergleichen da rein. Also sprich, alles, was größer ist als einen Meter, lassen die liegen. Da habe ich gehört, dass selbst nicht mehr die Kühe da in dem Bereich weiden dürfen, weil die eventuell die Grasnarbe zerstören können. Stimmt das? Ja, es ist tatsächlich so, also wir haben ja noch Bauern hier, Landwirte, die Viehzeug haben, also sie dürfen nicht mehr ans Uferwasser ran, die werden da mit Wasserwaren versorgt zu trinken und jeder einzelne Baum und Strauch musste eingezäunt werden, dass sie das nicht anklappern dürfen. Das ist natürlich dann
in unseren Augen auch sinnlos, weil früher hatten wir es so zu DDR-Zeiten und noch später, da wurden die Weiden eben alle abgegrast und alles, was sich wild wuchs war, haben die gleich runtergefressen und es war weg. Und das ist eben heute nicht mehr, dadurch wächst das eben alles so chaotisch zu. Und das Wasser kann nicht abfließen und die Feuerwehr muss retten wie 2013. 2014 war da weitaus weniger los, wie Sebastian Stein konstatieren konnte. Ja, 2014 war in der Regel nur, was heißt nur, alle 14 Tage unsere Dienstabende. Wir haben an zwei Großübungen der Stadt Magdeburg teilgenommen, davon eine selbst ausgestattet. Ja, bis auf die Einhaltung der Dienstpläne waren noch 4 Einsätze, davon ein Gebäudebrand und ein Ödlandbrand. Und ja, das war es erstmal im Großen und Ganzen. Ja, 2013 hatten wir zum Glück 2014 dann auch nicht nochmal. Da warten wir jetzt auch nicht nochmal drauf. Wir hoffen, das wird jetzt die nächsten Jahre besser durch den Umbau. Und dass es für uns dann auch wieder ruhiger bleibt. Ja? Nun gehört ja zur Feuerwehrarbeit auch so ein bisschen Prävention, Brandschutz in Schulen und so weiter. Was habt ihr da dieses Jahr noch so vor? Also dieses Jahr sind wir immer noch weiter in die Richtung Ausbildung Führungskräfte. Mhm. Dabei ist geplant, einen Gruppenführer noch einen zweiten für uns. Präventionsmaßnahmen selber ist natürlich permanente Schulungen und Einweisung der Bevölkerung, sprich zum Brandschutz. Rauchmelder ist ein großes Thema, was jetzt mittlerweile auch gesetzlich schon verpflichtet ist. Wie viele Kameraden seid ihr eigentlich insgesamt? Insgesamt, also aktiv, haben wir zurzeit 10. Davon sind aber, es gibt noch 4 im rückwärtigen Dienst, beziehungsweise Alters- und Ehrenabteilung, macht insgesamt 14. Und jetzt, dieses Jahr haben wir auch noch ein neues Mitglied dazugekriegt. Also wir sind auch weiter dabei bei der aktiven Gewinnung. Ich wollte gerade sagen, wie sieht es mit der Nachwuchsgewinnung aus? Gibt es bei euch so etwas wie eine Jugendfeuerwehrgruppe? Leider gibt es diese zurzeit nicht. Wir sind jetzt noch dabei, aktive erstmal weiter zu fördern. Sollte es Jugendliche oder Kinderfeuerwehrinteressierte geben, haben wir ein kleines Abkommen mit der Freiwilligen Feuerwehr in Prester. Das ist ein Ort weiter, wo wir bis zu einer Mannstärke, um wirklich hier wieder eine neue Jugend aufbauen zu können, die Jugendlichen da ausgebildet werden vorerst. Im Salus-Gebäude am Seepark wurde vor wenigen Tagen eine neue Ausstellung der Kunsthochschule Burg Giebichenstein aus Halle eröffnet. Unter dem Motto Linienwalten zeigen Studierende und Absolventen mehr als 100 Exponate aus ihrem bildkünstlerischen Schaffen. Linien sind intuitiv und die älteste Form künstlerischen und gestalterischen Schaffens. Früher wie heute sind sie ein wichtiges Grundelement in der bildenden Kunst. Linien sind eigentlich das Grundelement von allem. Also wir fangen immer an, mit einem Stift oder mit einem Pinsel die aufzusetzen auf dem Papier. Und eine Linie zu ziehen oder einen Fleck zu ziehen oder zu schauen, was mit dieser Linie passiert. Also im Endeffekt ist es so das Grundelement von allem. Mit einer Linie fängt es an oder mit einem Punkt. Aber wir haben uns jetzt für die Linie entschieden. Mehr, also ich sage mal, eine ganz gerade Linie entsteht ja nur, wenn ich sie tatsächlich an einem Lineal entlang ziehe. Wenn ich gerade eine Linie aus der Hand ziehe, dann hat die immer eine gewisse Schwingung und hat immer eine Eigendynamik. Also ich glaube, nachdem wir... Freie Kunst sind keine Konstrukteure, würde ich eher mal sagen, hat die Linie immer irgendeine Dynamik an sich. Also komplett. Ich meine, man kann jede Linie farbig machen, man kann eine riesengroße farbige Linie ziehen, malen. Die Flächen dazwischen? Das ergibt wieder eine neue Linie. Also das ist ja das Spannende daran, dass eigentlich mit jedem Strich oder mit jeder Fläche oder mit jedem Gang, wenn man sich mal weiterdenkt, eigentlich eine Linie entstehen kann. Und das ist das, mit dem wir uns hier auch beschäftigen, tatsächlich mal drauf zu schulen, wo kommen Linien her, was passieren mit Linien, wie entstehen sie? So, und damit beschäftigen wir uns hier. Also wir fangen auf jeden Fall mit einem Strich an oder mit einem Punkt und zum Schluss kommt was raus, bei jedem ganz unterschiedlich, bei jedem ganz anders, auf jeden Fall mit einem riesengroßen Reichtum an. Ja, neu erworbenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Genau. Dann wünschen wir euch für die nächsten Semester noch viele Linien und viele Ideen, die dazwischen entstehen. Dankeschön. Danke. Auch. Danke. Entstanden ist im Rahmen der Initiative Salus Kulturell auch die neue Doppel-CD Unterwegs von Martin Rühmann mit Liedern für Kinder und Erwachsene, die auf der Vernissage vorgestellt wurde. Nichts mehr von dem Buchen wissen.
Eine CD mit nachdenklichen Texten, aber auch auf der anderen Seite mit lustigen, beschwingten und frechen Zeilen, wie sie Kinder mögen. Texte voll kindlicher Fantasie und mit Musik, bei der kein Fuß ruhig bleiben wird. Man bemalt sich einen Schimmel mit zwei Rosen und hinauf. Springt man in den grünen Himmel. Dazu der Gegensatz zum Ausruhen, wenn man abends ausspannen will. Richtige Schmuse- und Schmeichelmusik. Worte, die mit einem schmusen wollen und Töne, die gleichsam wie auf Schmetterlingsflügeln das Ohr umschmeicheln wollen. Bis zum Gute-Nacht-Lied, das beide CDs abschließt. Eine Doppel-CD, die leider nie die Charts stürmen wird, und das ist das Traurige daran. Verdient hätte sie es allemal. Die CD gibt es, wenn nicht im Handel, so zumindest über die Homepage der Martin-Rühmann-Band. Die Ausstellung Linien walten ist bis Oktober bei Salus zu sehen. Immer montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr. Gärten werden nicht nur mit Bäumen und Blumen angelegt. Sich selbst mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen, liegt wieder voll im Trend. Und so widmete sich die diesjährige Messe Gartenträume an der Tessenowstraße dem Thema Iss deinen Garten. Mit dem letzten Beitrag wollen wir Ihnen ein paar Anregungen für Ihr eigenes grünes Paradies geben. Das war unsere Februar-Ausgabe. Wir sehen uns wieder am 23. März, dann auch hoffentlich wieder mit unseren beiden Moderatorinnen, denen wir von hier aus gute Besserung wünschen. Bis zur nächsten Sendung, tschüss und auf Wiedersehen. Gärten werden nicht nur mit Blumen und Bäumen. Blumen und Bäumen. Was machst du, wenn du heute? Ruhe.